ist ja genau der Punkt, auf den es ankommt. Also wir haben natürlich das Buch, das Schulbuch, und wir haben auch noch Bücher in Bibliotheken, aber wir haben auch das Netz. Und auch da sind ja schon viele Bücher quasi verflüssigt. Und dazu gibt es Posts und Foren und Videos und alles Mögliche. Mittlerweile gibt es ja schon freie Kurse, an denen man kostenlos teilnimmt. Und da ist genau die Schwierigkeit, diese enorme Menge von Wissen. 1,8 Zettabyte habe ich gelesen, an Daten sind im Netz. Und die verdoppeln sich alle zwei Jahre, eine Riesenmenge. Ich weiß gar nicht, wie groß das ist, kann man sich nicht vorstellen. Wie finde ich das Richtige raus? Und das muss ich meinen Lernenden beibringen. Also Paradebeispiel in Klasse 9 frage ich, ja, wir haben hier einen Bibeltext. Wie kann ich jetzt eine Analyse dazu finden oder eine Deutung? Und dann wussten viele Schüler nicht, was sie bei Google eingeben. Ja, da gebe ich mal den Namen des Textes ein. Ja, und dann sagte eine andere vielleicht noch das Wort Analyse dazu, wäre ja schon mal hilfreich. Und dann muss man auch sortieren, was spuckt die Maschine jetzt aus? Und dann auch lesen natürlich, Lesekompetenz. Durch das Internet kann man unheimlich viel lesen und auch schreiben, wenn man produziert. Das ist eine einmalige Chance, gerade im Deutschfach.